Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Matador Bundle von Oleg Sesh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Matador von Oleg Sesh, das Ganze am 12. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 8. Album von Oleg Sesh, das Ganze über 385 ideal erschienen. Wir haben hier das Bundle in seinem schwarzen Sack. Darauf ein Sticker. Hier lesen wir 385 ideal präsentiert. Matador Bundle. Dann haben wir hier einen Barcode, weitere Infos und auch die Infos darüber, was sich in dem Bundle befindet. Nämlich einmal das Album, dann ein Longsleeve und zwei Sticker. Das Ganze gab es in unterschiedlichen Größen. Ich habe mich, wir sehen es hier, in Größe M, also für Größe M entschieden. Und dann haben wir hier noch das Cover, also Oleg Sesh hier in dem Lamborghini sitzend und die Scherentüren hier entsprechend besprüht mit dem Oleg Sesh Schriftzug. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. In diesem Fall reißen wir hier auf. Und schauen uns die Inhalte an. Also, wie man es kennt, diese Plastiksäcke immer etwas streng, aber man schafft es dann mit ein bisschen Kraft, das Ganze hier aufzureißen. Also, das ist jetzt der gesamte Beutel und darin befindet sich dann der Inhalt. Der Beutel ist leer. Packen wir zur Seite und dann haben wir einmal den Longsleeve, da drin eingepackt das Album und zwei Sticker. So, bis auf die Sticker sind die anderen beiden Sachen noch in Folie, somit werden wir das hier mal ändern. So, hier lesen wir es auch nochmal. Medium M. Packen wir zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Auch das werden wir mal aus der Folie holen. So, am besten hier. Wunderbar. Gut, also wir haben hier das 8. Album von Oleg Sesh, Matador. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case. Ungewöhnlich, aber hier steht auch nochmal Oleg Sesh Album Nummer 8. Das Cover kennen wir bereits vom Beutel, vom Bundle. Seitlich beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir nochmal Oleg Sesh, in diesem Fall hier vor dem Wagen. Auch das Nummernschild hier entsprechend besprüht. Und dann hier die Tracklist. Wir haben 18 Tracks an der Zahl. Features mit dabei von Bones MC, Celo und Abdi, nochmals Abdi, Nimo, Safia, AJ und Lex BMF. Infos, Barcode gibt es hier keinen, denn soweit ich weiß, gab es das Album wirklich nur exklusiv im Bundle. Also so regulär die CD zu kaufen gibt es nicht. Wir schauen mal rein ins Booklet, das richtig sein dürfte. Also, das Cover nochmal, dann geht's hier los, ein Bild von Oleg Sesh, die einzelnen Songs mit den Infos, wer wurde gefeatured, wer hat produziert. Die weiteren Songs, weitere Bilder, also blau ist auf jeden Fall hier die dominante Farbe im Booklet, so viel kann man sagen. Die letzten 6 Songs. Dann nochmal ein Bild hier aus dem Lamborghini. Und zum Abschluss gibt es hier noch die Infos, die Credits zum Album. Wunderbar. Nochmal der Lamborghini hier in Blau. Packen wir wieder zurück und kommen zur Album-CD. Auch die kommt hier im Lamborghini-Look. Auch wenn es in diesem Fall nur. Na, das Booklet will nicht so ganz.
Auch wenn es in diesem Fall nur die Felge ist. Aber ja, Lamborghini hier auf jeden Fall reichlich vertreten. So sieht's aus. Rolex-Sesh Matador. Und dahinter dann noch diese Optik hier in Schwarz bzw. Chrom. Gut, das soweit dazu. Das Album. Dann haben wir als nächstes den Longsleeve. Es raschelt, das liegt daran, dass wir hier noch Papier drin haben. So, also was die Größe betrifft, wie gesagt, ich habe mich für Größe M entschieden und das war, glaube ich, auch die richtige Wahl, denn es ist ein sehr großzügiger Schnitt, sehr locker und oversized, soweit ich das hier beurteilen kann. Es gab das Ganze in unterschiedlichen Größen zur Auswahl, also S, M, L, XL, XXL, da war alles mit dabei. Wir haben den Longsleeve hier in Schwarz, dann groß auf der Front hier drauf, einmal Rolex Sesh hier im Profil, also seitlich mit dieser grauen Mütze, darunter der Schriftzug Rolex Sesh. Und dann haben wir hier noch weitere Infos zum Album. Die Ärmel sind auch beschriftet. Mal kurz schauen, dass man das auch gut sieht. So, einmal hier am linken Ärmel der Schriftzug Matador in Weiß. Und am rechten Ärmel haben wir dann noch den Rolex Sesh Schriftzug. Genau, hier Rolex Sesh. Ebenso in Weiß. Auf der Rückseite ein riesen Backprint. Rolex Sesh. Und es sind hier nicht die Tourdaten, sondern sind tatsächlich die bisherigen Alben. Also so eine Diskografie. Mixtapes nicht dabei, aber eben die 7 Alben plus eben Matador Nummer 8. All das bis jetzt veröffentlicht. So, wir haben hier ein Matador Rolex Sesh in M. So, dann lesen wir hier noch, wie wir es behandeln sollen. Artwork bei Goran Gardas. Und, es würde mich noch interessieren, genau hier haben wir es. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Und von der Firma Ishai und produced with awareness made in Pakistan. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das wieder zusammen und kommen zu den letzten Inhalten, nämlich zu den Stickern. So, einmal, zweimal packen das Longsleeve zur Seite und schauen uns die beiden Sticker an. So, einmal. Na, nicht quadratisch, man kann ihn hier rauslösen, also wirklich kreisförmig wie die Felge hier. Also quasi das, was wir von der CD gesehen haben. Und dann einmal im Hochformat hier der Backprint, den wir auf dem Longsleeve hatten mit den bisherigen Alben, der kompletten Diskografie hier und dann eben noch unten hier der Code Matador jetzt streamen. Gut! Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigten Sticker, zwei Stück an der Zahl. Dann der Longsleeve, wie gesagt, größtenteils frei wählbar. Ich habe mich für M entschieden. Und natürlich das Album an sich, Matador im Super Jewel Case mit 18 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Matador von Rolex Sesh. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rolex Sesh und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.